Sehr geehrte Damen und Herren, Stage Entertainment heißt Sie herzlich willkommen zu Andrew Lloyd Webbers Das Phantom der Oper. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Fotografieren und Aufzeichnen unserer Produktion sowie der Gebrauch von Mobiltelefonen im Zuschauerraum untersagt ist. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Die heutige Vorstellung wird dirigiert von Hans Schatz. Verkauft! Ihre Nummer, Monsieur. Da. Zur Versteigerung kommt nun, meine Damen und Herren, Nummer 663. Ein Plakat für eine Inszenierung dieses Hauses, nämlich Hannibal. Von Schalübel. Hier zu sehen. Wer bittet zehnmal? Nun gut, also. Fünf, danke, fünf sind geboten. Sechs, sieben gegen Sie, Monsieur, sieben. Acht. Acht zum Ersten. Zum Zweiten und verkauft an Raoul Vicomte de Chagny. Besten Dank, der Herr. Nummer 664. Eine Holzpistole und drei Totenschädel aus der Inszenierung von Meyerbeers Robert de Diane aus dem Jahre 1831. Zehn war das Mindestgebot. Zehn, danke. Immer noch zehn. 15, danke. 15 sind geboten. Geht weg. Zu 15. Ihre Nummer, Monsieur. Danke. Zum Aufruf, meine Damen und Herren, kommt Nummer 665. Eine Spieluhr aus Pappmaché in Form einer Drehmorgel. Darauf die Figur eines Äffchens in persischer Tracht, das die Zimbeln schlägt. Das Objekt, aufgefunden in den Kellergewölben der Oper, funktioniert noch einwandfrei, meine Damen und Herren. Hier zu sehen. Wie wär's mit 20 Franc für den Anfang? Nun, was ist, meine Damen und Herren? Also gut, 15, danke, 15 sind geboten. Ja, 20 von Ihnen, mein Herr, besten Dank. 25. 25 hier links, danke, Madame. 25 sind geboten. 30. Es bleibt also bei 30 Franc. 30 zum Ersten. 30 zum Zweiten. Und zum Dritten verkauft an den Vicomte de Chagny. Nochmals. Besten Dank, der Herr. Monsieur. Sie sprach sehr oft von dir, mein Freund. Du warst ihr nah in ihrer allergrößten Not. Willst du noch spielen, wenn wir Schatten sind und tot? Wir kommen zu Nummer 666. Ein zerbrochener Küster. Vielleicht erinnern sich einige der Anwesenden an den merkwürdigen Fall des Phantoms der Oper. Ein Rätsel, das nie ganz aufgeklärt wurde.
Man versichert uns, dass dies, meine Damen und Herren, exakt der Lister ist, der damals das berühmte Unglück verursachte. Unsere Werkstatt hat ihn repariert und mit elektrischem Licht ausgestattet, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie er nach der völligen Wiederherstellung aussehen wird. Können wir das Gespenst von damals verscheuchen mit einer kleinen Illumination, meine Herren! Unser erster Repetitor. Etwas tyrannisch, muss ich sagen.
Seit nunmehr 5 Spielzeiten. Oh ja, natürlich. Ich habe Sie in all Ihren großen Rollen bewundert, Signora. Piacere. Und Signor Ubaldo Fianci. Eine Ehre, Signora. Piacere. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es den 3. Akt von Hannibal eine wunderbare Arie der Alissa. Schlagen Sie mir, Signora, nicht den Wunsch ab, uns eine private Kostprobierer Kunst zu geben. Vorausgesetzt natürlich, Monsieur Rieger hat nichts dagegen. Meine Direktor befiehlt, Monsieur Rieger.
Meine Diva befriedigt. Genügen zwei Takte als Einleitung? Zwei Takte genügen vollkommen. Signora? Maestro? Ich habe eine Nachricht, meine Herren, vom Operngeist. Blütiger Himmel, wir sind alle verrückt. Heißt sie nur willkommen in seinem Opernhaus. Befiehlt, dass auch sie ihm bei allen Vorstellungen die Loge 5 freihalten. Und erinnert sie daran, dass sein Gehalt fällig ist. Sein Gehalt? Monsieur Lefebvre hat ihm 20.000 Franc im Monat bezahlt. Vielleicht können Sie ihm mehr zahlen. Jetzt, wo der Vicomte de Jani das Theater unterstützt. Madame!
Ich hatte gehofft, diese Neuigkeit selbst bekannt geben zu können. Wird der Vicomte sich die Vorstellung heute Abend ansehen, Monsieur? Ja, in unserer Loge. Madame, wer ist die Zweitbesetzung für die Rolle? Es gibt keine Zweitbesetzung, Monsieur. Die Inszenierung ist neu. Christina Lee könnte die Rolle singen, Monsieur. Das hohe Mädchen? Sie nimmt Unterricht bei einem hervorragenden Lehrer. Bei wem? Ich weiß nicht, Monsieur. Jetzt fang du nicht auch noch an. Es ist zum Verzweifeln! Ein ausverkauftes Haus! Und wir müssen ausfallen lassen. Lassen Sie sie vorsingen, Monsieur. Sie hat eine gute Ausbildung. Also gut. Dann ab da, wo die Arie beginnt. Marcel? Thank you.
drüben sah. Und ihr wart schauderhaft. Diese Tonquis, diese Ronde Jean. Wir arbeiten weiter. Alle, bitte. Entschuldigen, dies ist ein Besuch, den ich lieber ohne Bewertung machen möchte. Wie Sie wünschen, Monsieur. Danke. Sie scheinen einander von früher zu kennen. Christine Daguet, wo ist dein rotes Halstuch? Du kannst es doch nicht verloren haben, nachdem ich solche Mühe damit hatte. Ich war gerade 14. Durchnässt bis auf die Haut. Weil du ins Meer gelaufen bist, um mein Halstuch herauszufischen. Oh, Raul, also bist es doch du. Liebes Flott, träumst du schon wieder? Auch daran erinnerst du dich noch. Liebes Flottchen, was ist dir lieber? Ein Ring? Nein, oder Schuh? Oder Puppe und Bär? Unser Versteck auf die. Vorlasst.
Herr Musen. Zweifellos. Aber jetzt gehen wir es. Der Engel ist sehr stark. Es muss ja nicht spät werden. Nein, hör auf. Du musst dich umsehen. Ich über meinen Hut. Sag ihm. Yeah.
Nacht die Musik der Nacht.
meine grausame Hexe. Du kleiner Tyrann, willst du mein Gesicht noch nicht sehen? Flugtier, du kleiner Treuer, das Gelange. Du kleine Schluder, Schatz, lass es sich nie wieder gehen. Vernahm, die mein Theater führt, vermessen dich! Gratuliere, Christine.
unvermindlich groß heraus. Seien Sie glücklich und froh, das kann man tapfen. Und was leid und beklagenswert im Ganzen war das Tanzen einer Schande für mein Haus. Sehr für mich muss Sie mahnen. Ich warte noch auf mein Behalten. Sollen Sie den Betrag noch am heutigen Tag? Übrigens, Schulden machen Feinde, sollen der Freunde bleiben. Regeln Sie das bald. Wer an solche dummen Scherze, wer ein Tass uns das entfällt, unterschrieben, wo Tiefe ich verstehe, Open Geist, der Buchsche möchte streiten, uns leid, uns zensieren, profitieren von der Kasse, der Hass auf uns belehren, wir uns stören und erlauben, nicht zu glauben, wer es offenbar vergisst. Sie, wenn du kann, ein Fräulein Gai, wo ist sie, wenn wir uns flüstern, soll der Brief dann, ich bin mit diesem Scherz für mich tief, wir stehen, keiner stimmt, ich zähl keines Fall, ist sie nicht hier, wer stimmt, nicht, die wissen nicht, bis die Wahrheit, schrieben Sie an mich diesen Brief. Und verraten Sie, was bringt in den Stief? Was steht in dem Brief? Fürcht nicht um Christine dahin, der Engel der Muse schützt ihm, was auch geschämt. Versuchen nicht, sie wieder zu sehen. Wenn Sie das nicht geschrieben haben, wer dann? Wo ist er? Ach, in der Tat. In der Kunde, wo ist er? Was ist denn jetzt? Der Brief von Ihnen, Monsieur, protestiere massiv. Ist der von Ihnen? Stimmt nicht. Ist er von Ihnen? Wo ist der Name? Hören wir nicht. Was ist hier los? Wenn ich wissen, schreiben Sie an mich diesen Brief. Darf ich wissen, was ich angeblich schrieb? Für Sie geht die Zeit in diesem Haus zu Ende. Christine Dahl trifft am Abend an ihrer Stelle auf. Sollten Sie ihr den Platz nicht räumen, erwarten Sie ein Missgeschick. Langsam gibt die Sache lästig. Und immer geht es um Christine. Seit wir da sind, hören wir dauernd nur von mir. Christine ist wieder da. Damit denke ich, ist das Rätsel böse und klar. Doch was findet sie sich nun? Sie ging nach Haus auf meinen Rat. Sie muss jetzt nun. Ich besuch sie. Nein, Monsieur, sie will allein sein. Tritt sie auf. Da ist ein Brief. Lass mich lesen. Meine Herren, ich habe Ihnen nun schon wiederholt auf liebenswürdigste Weise mitgeteilt, wie sie mein Theater führen sollen. Sie haben unsere Anweisungen missachtet. Ich gebe Ihnen nun eine allerletzte Chance. Christine Dahle kehrt zurück zu euch, weil ich es will, macht sie Karriere ab jetzt. Von ihrem Mut nehmen sie deshalb Galoppen. Die Gräfin wird Fräulein Dahles Wurst. Ihre Rolle der Gräfin Gott ist die Rolle Kaller, das ist schon und es soll. Ich werde der Aufführung zusehen von meinem Stamm, das ausgedrückt. Die Reserviert bleiben wird für mich, sollten diese Befehle nicht befolgt werden. Geschieht ein unvorstellbares Unglück! Ich verbleibe, meine Herren, als Ihr ergebener Diener. Christine, Dahl!
Carlotta wird das Käfen besetzen. Sie können froh sein. So spät es können wir nicht gehen. Tausende, die sich verneigen.
So macht dieser Jüngling meine Gräfin amourös. Da fährt der Graf nach Gnadien, Gott zerfährt, plötzlich trifft ihn der Schmuck. Zu ihr, Schönling, hilft mein Weinen, Santa Lies. Unvorstellbares Jubel. Wer mag das wohl sein? Eure Schwein, empfange deine Gattin. Geliebte, ich muss in Staatsgeschäften übers Meer. Zofe ganz gerne mitnehmen würde. Der alte Trottel reißt auf. Ich hab den Verdacht, dass mein Weib mich betrügt. Anstatt zu gehen, such ich dort ein Versteck und bewach. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte den Zwischenfall.
Die Vorstellung wird in 10 Minuten fortgesetzt. Dann in der Rolle der Gräfin, Christine Daillet. Ja, ganz ruhig, ich bin hier. Inzwischen, meine Damen und Herren, geben wir das Ballett aus dem dritten Akt der heutigen Oper. Meister, ziehen Sie das Ballett vor. Das Ballett sofort. Oh,
Monsieur Fernand? Monsieur André? Oh. André, das lässt sich uns erlauben. Der Auftrag für ein gutes Jahr. Wir geknüpft, arrangiert. Hoch das Glas, ein Schlag uns mit Leiner. Leider, das Phantom wird ja zu thank you.
Was erschreckt Sie so, Monsieur? Dachten Sie, Sie wären mich endgültig los? Ich war lange fort, Monsieur, denn ich schrieb an einer Oper. Hier vollendet ist das Werk. Don Juan de Sina. Mein Entwurf ist sehr präzis, besser, wenn man sich dran hält. Bedenkt wohl, es gibt Schlimmeres als ein Lüster, der zerschellt. Die Kette ist mein, du singst nur für mich. Wer war dieser Mann? Ein Missgeborener, mehr Scheusal als Mensch. Mensch, Mensch. Von Mutter auf Mutter. Und dann suchen sie ihn. Er war ausgebrochen. Ja, und weiter? Er blieb verschwunden. Und man hielt ihn für tot. Aber er ist nicht tot, habe ich recht. Die Welt verlassen. Doch ich kann es nicht. Denn hier im Dunkeln also, sei ich er das Phantom. Ich habe zu viel geredet, Monsieur. Warten Sie. Zu viel. Und es gab zu viele Unfälle. Unfälle? Madame Giry! Da ich dieser Party tun. Einfach weg! Da ich tun. Wenn ich blödsinnig, es bringt gar nichts bei. Wenn ich blödsinnig, doch der Markt kein Nein. Ein zerbrochener Lüster bleibt. Dies das Freund und nimmt es gleich. Monsieur hat mich zur Orchestrierung. Das erste Wort ist einmal Doch noch viel schlimmer ist ja der Blickmolist. Fort mit ihm, der Mann ist nun daneben anzustreben, wäre jemand mit Gehör. Sir, für mein ihr Chor ist leider für dieses Werk zu indolent. Der verkehrt intoniert, der wird absurdiert. Immerhin will ich die Rollen enger für die Sänger ohne Ausdruck und Talent. Frischheit! Was umgesetzt? Ich sehe da den Teil der Frischheit! Signora, was? Was gefällt Sie? Meine Rolle ist mir zu klein. Signora, bitte! Das ist schön! Ich sehe doch gut sehen! Sie dürfen, das ist schön! Ich sehe Sie doch ein! Signora, Signora! Welch irrtet sich den Künstlern zu fein? Und was für eine Kunst soll das sein? Unsere kleine Blume. Fräulein Lahie, auf dem Weg zum großen Blume. Die größte Rolle haben Sie in Don Juan. Ist die deine ein Stückchen ohne Strahl? Signora, bitte. Also sind Sie einverstanden? Dieses Missstück ist bei kein anderer Wahl. Sie steckt hinter allem Christi in deine. Schreckt mich, ich bin nicht bloß zu verleiden, ich schreckt mich. Ich bin nicht blind, ich bin ganz schutzlos und nehme diese Rolle nicht an. Und ich tue vorschnell. Warum nicht? Was sonst? Ich möchte wissen, warum nicht? Nun will sie nicht. Sie sind verpflichtet. Ich sing nicht, weil ich einfach nicht kann. Christine, Christine, niemand kann dich dazu zwingen. Gib ihr Besten ein neuer Brief.
Mit einem Schlag könnten wir uns von ihm befreien. Soll doch unser Freund in die eigene Falle gehen. Bereit wir? Ja, wir. Für unbedingt die Oper auf, wie es will und für ihn allein. Wenn Christin bei singt, kommt er her, um sie zu sehen. Dann vergeben wir alle Tür und umstellen das ganze Haus. Er kann nicht mehr raus. Der Vorhang fällt. Sein Spiel ist los! Doch, sie soll schon auf uns! Schlimm davon, ganz allein!
Thank you.
Muse. Lass sie, du hast kein Recht auf sie, lass sie, du lockst vergebens, denn sie wird ihn niemals mehr hören. Christine! Bravo! Bravo, Monsieur! Welch geistreiche Worte! Noch mehr Tricks, Monsieur! Nur zu, Monsieur! Nur alles gewahrt! Das Buch noch mehr Gewalt! Sehr gut! Sehr gut! Nur weiter, geh hier! Du kannst hier, die will ich erzwingen, indem du sie zu Gefangenen machst! Oh. Hier bin ich! Hier! Der Engel des Todes! Geier! Geier! Nur zu! Nur zu! Geht nicht! So soll's! Dann soll Krieg sein! Zwischen mir und euch! Freiheit! Zu töten. Wann soll ich schießen, Monsieur? Das werden Sie dann schon merken. Monsieur de Vicor, sind Sie sicher, dass alles gut geht? Wird Mademoiselle Dallier singen? Ja, machen Sie sich keine Sorgen, Fanon. André, wir verlassen uns ganz auf Sie, Monsieur. Meine Leute sind jetzt auf Posten, Monsieur. Dann also los. Sind alle Ausgänge geschlossen? Diesmal hat Monsieur le Vicomte recht. Die Entscheidung fällt heute Nacht. Genug der faden Schätze. Unsere Zuschauer sind schon gespannt, wer gewinnt. Meiner Mutter. Dein Herr weiß es nicht. Wie
Herren, er steht in Wassenwahrheit. Bei guter Seligkeit in jenes Sternheit in Wein. Ich komm heim, als wär ich sie, und ich wollte, was ich hab. Dann ruf ich, was bringt mir in mein Zimmer nebenan. So schnappt die Falle zu. Hier, mein Hut, mein Rock, mein Schwert, warum und mich verfehlt. Ich hoffe nur, ich verrat mich nicht und lach. Thank you.
Thank you.
deine Gier nach Blut. Stehst du nun allein, deine Gier nach Fleisch? Dasselbe Geschick, lass mich morden gelehrt. Hat mir auch die Freude nach Fleisches verwehrt. Die Pest dieser Fratze zerstört ein Gast, es ist Fleisch, hoher Besuch. Ich bin wirklich hochgefreut. Ich hab's so gehofft, Sie kämen her. Mein Wunsch hat sich erfüllt. Offenbar mein Glückstag. Lass sie, gib ihr die Freiheit und lass sie. Sie soll nicht leiden. Die Leidenschaftlichkeit kann auch sein. Sag mir jetzt gar nichts, ich lieb sie. Hast du kein Mitleid? Die Welt hat auch ein Mitleid mit mir. Christine, lass mich zu ihr, nur allein. Mein Herr, Monsieur, Sie sind willkommen. Ihre Liebste werd ich schonen. Ja, ich lass sie in Ruhe, denn der Sünder bist du. Komm mit schnellen Pferden her, gib deine Hand, bis die Augen hör hoch. Die Schritte gar nichts mehr, vielleicht nur noch Christine. Bleib bei mir, lieb mit mir, deine Liebe kauft ihn frei. Schickst den Liebsten in den Tod. Ist die Wahl. Von nun an gibt es kein Zurück. Was, wenn ich trenne, mein Los verloren. Doch nun weine ich nur noch.
Nein. Geduld ist am Ende. Entscheide dich! Maskenball, dein Gesicht bleibt versteckt.